Ihr Verrückten, ich habe jetzt noch mal ein Datenrettungsprogramm über die Karte von der Kamera laufen lassen. Und jeder, der hat mir alle Videos rausgeholt. Das heißt, ich mache jetzt noch mal einen neuen Zusammenschnitt von dem Löbauer-Video. Ich war in Löbau bei den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden e.V. Die hatten heute ihre Maschinenhaustage. Machen die jedes Jahr so eine Art Lokfest. Da zeigen sie ihre ganzen Loks, die sie haben, und massenweise Waggons. Man kann eine Rundfahrt machen mit einer Dampflok direkt im Führerstand oder man macht eine Rundfahrt mit einem kleinen Dampfzug. Mit dem Schienenbus haben sie auch noch. Könntest du auch noch eine Tour mitmachen? Herzlich willkommen zu den 28. Löbauer Maschinenhaustagen. Hier erleben Sie Technik und Industriegeschichte, ein Erbe, welches uns zu Fortschritt und Wohlstand verhilft. Es ist aber nicht das Hobby alter Männer, auch wenn die Frauenquote bei uns noch besser sein könnte. Aber besonders freuen wir uns über 22 aktive Kinder und Jugendliche in unserem Verein mit insgesamt 150 Mitgliedern. Maschinenhaus, Modellbahnhof und die Denkmallok in Bautzen werden durch unseren Verein betreut. Es ist eigentlich ein Unternehmen im Ehrenamt. Dank der engagierten Unterstützung unseres Ministerpräsidenten zur betriebsfähigen Aufarbeitung der Dampflok 52 81 41 für die er auch von anderen manchmal ein paar böse Worte geerntet hat, gibt es nach 10 Jahren Pause wieder eine regelspurige Dampflokomotive in der Oberlausitz. Doch erst durch tatkräftige Unterstützung des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz, der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft und der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, also mehr als Sachsen geht nicht, Zitter sowie der Praktiker aus unserem Verein kam die Lok ins Laufen. Wir sind zuversichtlich, in den nächsten 8 Jahren Dampflokgeführte Sonderzüge zur Freude für Jung und Alt organisieren zu können. Auch wenn die Preise für Steinkohle durch die Decke geschossen sind, die bisherige schlesische Qualität vorübergehend nicht mehr beschaffbar war und die Kohle mittlerweile gut versteuert wird. Für eine Tonne Kohle fallen mittlerweile 100 Euro Steuern extra an. Für das Klima. Ob diese 100 Euro pro Tonne das Klima verändern? Und für das Arrangement in die Erhaltung der Gleisanlagen, das werden Sie sehen, wenn Sie aufmerksam durch das Gelände gehen. Hier im Vereinsgelände haben wir in den vergangenen 2 Jahren
Lokomotive Richtung Bahnhof. Wieso fährst du nie? Ja, wie viele Kilometer reicht das? Wasser so ungefähr, den muss man bei den Sonderfahrten. Kupplung, das ist die Kupplung zwischen Dampflok und dem Tender. Mhm. So, dann ist hier die Lokbremse. Die Lokbremse ist dafür da, wenn die Lok jetzt alleine fährt. Die Zugbremse ist dafür da, wenn die Lok dann mit Zug fährt. Das ist die Pfeife. Das ist der Sand. Das ist das Läutewerk, Luftpumpe, Hauptluftleitung, Bremszylinder. Läutewerk heißt, was ist Läutewerk? Na, dieses Glocke. Die Glocke. Da sind drei Quadratmeter Hitzefläche, also wo man feuern kann. Da sind die Lichter. Hier oben. Ja, Beleuchtung. Genau, dann hinter sie sind, da passen halt 10 Tonnen Kohle rein, genau. So, warte mal. Dann ist, Entschuldigung, das hier, wenn ihr zum Beispiel in ein gesicherter Bahnübergang ist, aber wegen einem Blitzschlag oder so defekt ist, dann geht halt der Heizer. Oder falls ein Auto reingefahren ist. Ja, und da geht halt der Heizer mit dieser Fahne zum Bahnübergang. Und sperrt, und der Heizer tut dann halt mit Bewegungen, Handbewegungen, dem Lokführer sagen, dass er fahren kann. Zu winken, also erstmal hier so hinhalten, genau. Und dann winken. Hier sitzt der Lokführer, toll, ja, der guckt. Nee, das ist raus. Der Heizer. Der Heizer. Hier ist der Lokführer im Bahnbetriebsrat. Wasserbläser. Wenn der Heizer fährt, guckt er hier vorne raus, wo er hinfährt. Genau, und wenn Sie wollen, können Sie eine Spende für die Erhaltung der historischen Fahrzeuge. Oder er schüttet eben. Also hier mit der Schippe, das muss halt gleichmäßig verteilt so werden. Und dann wurde hier wupp und wupp und wupp. Wie alt ist denn die?
Die ist jetzt 79 Jahre alt. Die wird nächstes Jahr 80, am 7. April. Mhm. Wurde 1944 gebaut, 1964 nach der Rekonstruktion wieder rausgemacht als 80, also wie sie jetzt hier steht. Und vorher wurde es als 52, 50, 15 geliefert. Sind eben die unten. Das Kohle muss halt gleichmäßig verteilt werden, dass halt kein Verlust ist. Und die werden ab und zu auch mal ausgewechselt. Und dann muss auch nach jeder Hauptuntersuchung müssen dort die Rohre, die man dort langsam sieht, die müssen alle raus. Neue Rohre. Genau, ja, 36 sind hier drin im Kessel. Genau, und hier der Tender leer ist 18,5 Tonnen. Der Tender 45,2 Tonnen ist der dienstbereit, der Tender. Und 58,5 ist der Tender mit vollen Vorräten. Danke, die Lokomotive ist 80 Tonnen leer und 89,7 Tonnen ist die Lokomotive dienstbereit. Vorwärts kann die 80 km/h und rückwärts 50 in Meter pro Stunde. Also das macht man halt mit dem hier. Das ist hier so was. Das ist das, was du uns vor uns gezeigt hast, genau, was sich draußen bewegt hat. Aha. Fahrrichtungsregler. Und das ist eben halt die Sperre. Mhm. Dass der halt Regler halt richtig drin sitzt. Das ist schön. Das man jetzt kann man zum Beispiel. Das ist schon gar nicht. Nee, das ist halt die BZW, das ist Wasser, wenn der Zug oder die Lok auf ein gelbes Signal überfährt und dann muss der Lokführer halt wachsam betätigen, dass der Lokführer, der Zug weiß, oder die Lok, dass der Lokführer weiß, dass das nächste Signal dann rot ist. Es kann aber auch sein, dass er bremst und das wird dann halt wieder grün. Das gibt so. Aha. Genau das. Und die Hebel hier unten werden mit dem Fuß betätigt, wofür ist das? Nee, das. Felix, ja? Was ist das hier nochmal? Das ist. Na, hier ist der Asche? Nee, das habe ich ja schon. So, das hier, das muss ich noch. Nee, das ist. Das muss ich mir maximal fragen. Da sind Bremse. Kupplung nie vergessen. Ich habe noch ein Video gefunden, in dem alle Bedienelemente an Dampflok ganz gut erklärt sind. Wenn ihr das geguckt habt, könnt ihr selber mit einer Lok fahren. Thank you.
Ja. Zwei Stunden noch. Ja. Fünf Beine nach dem Wasser, bitte. Dazu hatten sie dann einen Shuttlebus zum Modelleisenbahnclub in Löbau. Die haben dort auch einen riesengroßen Raum mit einer riesengroßen Modellbahn. Thank you.
schön groß, ne, das Modell. Die fahren ja mit den Kastenwagen, fahren die ja nach Jütland, ne? Ja. Und suchen die Bunker. Da haben sie doch einen Motorschaden. Und da schleppt der Mette ja mit dem Abschleppwagen ab und stellt ihn unter die Presse. Die finden die Bunker und der Olsen taucht unten durch mit dem Schlauch. Kommt hier raus. Hier steht er. Hier steht er drinnen. Ja. Macht Kreuzel an die Türe. Jetzt kann der aber mit dem Schlauch nicht mehr zurück, weil der Schlauch ja abgerissen war. Jetzt sucht er einen Ausweg und findet das über das Gleis. Dann das Auto platt. Der Dynamit Horry steht schon am Hebel. Wer ist das? Soll ich wirklich? Und der Matt schleppt den ab und stellt ihn unter die Presse. Und die drei finden die Bunker und der Olsen darf unten durch. Hast du einen Porsche oder einen gelben Porsche? Zack! Und der ist dann ja immer auf die Fersen, ne? Da kommt er raus und mit der Lanze tut er attackieren und der Benny tritt ihn auf die Flossen und schmeißt ihn ins Wasser. Der verschwindet gleich. Verdammt! Was hast du hier zu suchen? Du dummer Frosch, du! Langsam an mit Resultrammer. Böb läuft die Bombe an der Decke. Genau, stimmt. Hören Sie auf mit diesem Unsinn! Sie Autoräuber! Guten Tag. Sie können uns sicher sagen, wo man hier etwas zu essen bekommt. Ja, danke fürs Gucken. Drückt mal auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Und tschüss.